Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich bin aktuell ja eh mega krass am Deklattern, aber trotzdem ist es so, wenn ich Produkte teste, dass ich dann beim Test auch schon merke, ob das was ist oder nicht. Und das findet ihr hier. Also herzlich willkommen zu meinem Video, wo ich euch zeige, welche Produkte in diesem Gesicht, an diesem Körper leider nicht funktioniert haben. Das ist alles tatsächlich kein Bash gegen irgendwen, irgendwelche Marken. Und falls das dein Lieblingsprodukt oder das Produkt bei dir funktioniert, ist das großartig. Das ist überhaupt jetzt auch kein Angriff oder so. Es geht nur um Beauty. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ne? Also nichts Emotionales bitte. Wobei manche Produkte mich doch emotional berührt haben, um es mal so zu sagen. Nun, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr könnt euch auch super gerne in den Kommentaren hier suchen und finden, falls ihr selber irgendwelche Trash- oder Tauschgruppen gründen möchtet. Ich nutze solche Videos immer dafür, dass ihr halt die Kommentare dafür verwenden könnt. Ich weiß, dass viele das immer super gerne schätzen und sich auch irgendwie gefühlt unter jedem Video eine neue Gruppe bildet. Und das finde ich großartig. Meine Produkte wandern teilweise Familie, Freunde, Trash-Pakete, aber auch an Kanalmitglieder, die eine gewisse Stufe haben. Da gebe ich dann meinen Trash quasi weiter, dass jedes Produkt auch irgendwie die Möglichkeit hat, ein geliebtes Zuhause zu finden. Das finde ich nämlich immer ziemlich wichtig. Und ja, deswegen mache ich das hier. Also ich teste das, also ich teste ja mit euch so viele Sachen, so viele Produkte, damit ihr einfach wisst, welche Produkte sich lohnen und welche eher weniger. Und das hier sind jetzt die Produkte, die meiner Meinung nach es eher weniger verdient haben. Wobei manche Sachen, das geht mir auch schon ein bisschen leidig ab. Nun, ja, ich glaube, das war's jetzt mit dem Disclaimer. Dann können wir jetzt mal ins Eingemachte gehen. Ich habe mir zu manchen Produkten was aufgeschrieben. Ich habe mir das jetzt auch so in Kategorien für mich persönlich eingeteilt, dass ich hier so eine kleine Guideline in meinem Brain habe. Ich habe auch so Produkte wie dieses hier zum Beispiel. Die Revolution Pro Palette in der Farbe Cool ist eigentlich auch wirklich cool. Also die ist auch wirklich gut. Aber das Ding ist, dass ich einfach nie dazu greife, weil ich sie total unansprechend finde. Also das ist für mich keine Geschichte, wo ich jetzt so meine Schublade aufmache, zu greifen und sage, Mensch, da habe ich richtig Bock drauf. Leider nein. Deswegen, ja, ist das das erste Produkt, was hier in mein Körbchen wandert. Dann habe ich hier auch zwei Schätzeleins aus Limited Editions von Catrice. Da sind mir die Highlighter mittlerweile zu stark, zu glitzernd, zu dunkel auch größtenteils. Ne? Das ist aus dieser ja, Prinzessin, Disney Princesses Limited Edition, einmal die Ariel Highlighter Palette. Versteht mich nicht falsch, ich mag sehr, sehr gerne diese Highlighter. Ne? Vor allem hier dieser Shiny Coral ist halt wirklich ein wunderschöner Ton, den ich auch wirklich gerne getragen habe. Ich habe sehr viele Catrice Highlighter mittlerweile und habe da auch sehr gute, die ich immer wieder gerne verwende. Diese Palette ist halt nichts, wozu ich halt gezielt greifen würde. Die beiden Töne hier außen sind mir eh zu dunkel, wenn, dann passt mir auch nur der eine und dafür behalte ich nicht dieses klobige Teil. Es ist wunderschön designt und ich mag auch, wie Ariel hier drauf aussieht, ne? Aber naja, ich habe letztens, gestern noch tatsächlich, für mich gestern, was haben wir heute eigentlich für ein Datum, 28.01. Ariel, die Meerjungfrau, als neue Disney-Verfilmung mir angeguckt. Ne, das ist schon so, ich habe noch nie in meinem Leben komplett Ariel geschaut, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich da immer an einem gewissen Zeitpunkt so, nein, ich kann das nicht, es ist einfach, es ging nicht mehr, dass man da einfach, ich konnte die Spannung nicht aushalten. Horrorfilme, gar kein Problem, aber solche Sachen sind für mich dann immer so anstrengend gewesen. Nein, ich habe es komplett geguckt und ich fand den Film ehrlich gesagt sogar gut. Ja, dann habe ich hier die Belle Highlighter Palette, die ist mir eigentlich, ja, auch sehr dunkel, ne? Also die beiden äußeren Töne gehen auch wieder nicht. Der in der Mitte würde funktionieren, ist sogar fast schon zu hell, ne? Ist halt sehr, sehr krass. Und ja, deswegen, also da gibt es im Standardsortiment auch welche, die ich halt richtig gerne mag. Nun, dann machen wir jetzt mal weiter mit zwei Produkten, die mir einfach zu hart sind. Also die einfach nicht bei mir funktioniert haben aufgrund, ja, der Konsistenz, sage ich mal. Einmal der The Beauty Crop Wing Woman Eyeliner. Das ist so ein Eyeliner-Stift, so ein Filz-Eyeliner, und da ist mir einfach der Applikator vorne dran viel zu hart, sodass ich da auch nicht wirklich gut mit malen kann, sodass ich da auch wirklich nicht was Schönes auf mein Auge bekommen habe. Solche Produkte gehen an Familie und Freunde, wenn sie halt irgendwie so in der Nähe der Schleimhäute verwendet werden. Da muss man halt immer schauen, ne? Das ist auch relativ frisch geöffnet, das bewahre ich ja nicht Ewigkeiten auf und genau, das wandert dann auch schnell weiter. Das Ding ist halt einfach,
Wenn ihr Produkte weitergebt, auch in Trash-Paketen, ne, dann achtet einfach darauf, dass ihr das Ganze hygienisch auch machen könnt, dass ihr die Produkte desinfizieren könnt oder die Person, die das Produkt bekommt, das halt entsprechend desinfizieren könnte oder wie hier anspitzen könnte. Genau. Oder Lippenstifte ist eigentlich auch kein Problem. Das kann man eigentlich mit einem Tuch abwischen, dann hast du ja die Oberfläche abgenommen. Aber sowas wie Liquid Lipsticks, Lipglosse, Mascara, Eyeliner, wäre ich persönlich ein bisschen vorsichtiger mit, auch Concealer, ne? Das gebe ich bei mir, bei den Ängsten halt schon weiter, wenn man, ne, wenn die möchten. Aber ja, wir sind uns auch so recht nah. Wir trinken aus dem gleichen Glas und so weiter. Hier habe ich jetzt einen von Nui. Das ist dieser Lidschattenstift. Das ist in einer sehr, sehr schönen Farbe. Den habe ich auch versucht mit euch zusammen, ich glaube, im Fullface Adventskalender aufzutragen. Viel zu hart. Da kam ich einfach nicht mit klar. Dann komme ich jetzt auch mal zwischenzeitlich zu ein kleines bisschen Pflege, wo ich sehr enttäuscht war. Und zwar habe ich Body Scrubs ausgetestet von Bubble Tea. Das sind diese beiden. Hatte ich auch irgendwie immer in Look Fantastic Boxen oder in Glossy Boxen drin. Black Cherry and Vanilla. Da habe ich echt gedacht, heidenei, wir beide werden große Freunde. Ganz toller Duft. Also fand ich jetzt so von der, ne, Black Cherry, also Schwarzkirsch und Vanille. Wow, geil. Hast du unter der Dusche aber leider nichts von gerochen. Und genauso erging es auch dem Watermelon und alle beide waren ungefähr gar nicht vorhanden. Bin ich verwöhnt? Vielleicht. Also ich verwende ja super gerne das Ingwer-Meersalz-Peeling von Dalton, was einfach schrubbelt und was großartig ist, was nicht nur peelt, sondern auch pflegt und was halt auch wirklich Peeling-Partikel hat, also eben diese Salz-Geschichten, ne, und auch wirklich schrubbelt, und das tun die beiden nicht. Also ich habe da nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwas gemacht hätte. Und das fand ich sehr, sehr schade. Da war ich auch ein bisschen traurig drüber, weil ich mich auf beide von der Duftbeschreibung her, ne, so gefreut habe. Ich habe auch die Charlotte Tilbury-Produkte teilweise aktuell noch in Anwendung, teilweise schon aufgebraucht. Die beiden Reiniger sind gar nicht für mich geeignet. Bei so hochpreisiger Pflege muss man halt auch immer ein bisschen gucken, ne? Wenn die halt wirklich so von High-End-Marken sind, die haben immer sehr viele Parfümstoffe drin und auch oft irgendwas mit dabei, was meine Haut so ein bisschen reizt. Und das ging hier so extrem. Double Cleansing, ja. Da habe ich hier einmal dieses Citrus Oil Radiance Cleanser Gedönsen gehabt. Und ja, damit habe ich dann quasi das alles angelöst, ne? Wie halt beim Double Cleansing auch, weil das auch recht ölig war. Und dann habe ich unter der Dusche das Purifying Charcoal Cleanse Ritual 2 verwendet. Oh mein Gott, meine Haut ist eskaliert. Also das ging gar nicht klar. Ich habe das wirklich über 2 Wochen oder so in Anwendung gehabt und ich war so enttäuscht. Wirklich. Muss ich wirklich sagen. Ich war so enttäuscht, weil das sind ja Produkte, die auch teuer sind, ne? Und das hat einfach meiner Haut geschadet. Dann habe ich hier von Revolution Pro etwas drin. Das ist ein Blushleiter mit einem Haar von Sammy. Wie kommt das denn dahin? Keine Ahnung. Der war mit so Gold und da war einfach kein Blush für mich persönlich. Ist in der Farbe Party und das war ja so eine Geschichte, die wir bei DM auch gefunden haben. Mit diesem schönen Stern. Wunderschön. Aber auf dem Gesicht halt leider so gar nicht, ne? Das sah bei mir halt wirklich gruselig aus. Und ja, das muss dann auch nicht bleiben. Ja, das hier hatte ich in so einer Amazon Surprise Box drin. Ich habe halt gedacht, es könnte vielleicht irgendwie als Bronzer funktionieren. Nein, natürlich nicht, es ist viel zu warm. Das Soft Touch Mousse Make-up in der Farbe 06 Matt Almond, ja, ne, hätte ich mir auch denken können. Aber es war halt wirklich rot auf dem Gesicht. Es sah auch nicht mal so aus wie hier auf dem Deckel oder so. Das war halt wirklich gar nicht meine Farbe und da muss man dann halt auch einfach mal sagen, okay, dann lasse ich da die Finger von. Hier werden jetzt viele wahrscheinlich aufschreien, denn dieses Produkt wird definitiv aussortiert werden. Das ist von Catrice, die Magic Shaper Face Cream Palette, ist jetzt ja ein ganz, ganz neues Produkt, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, sicherlich nicht mehr ganz so neu, ist jetzt im Standardsortiment, ne? Und ich persönlich, also ich habe nur diesen Ton hier oben verwendet und schon direkt keinen Bock mehr gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja auch Cream Blushes oder Stick Blushes oder auch Highlighter von Catrice, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber wir haben hier eine furchtbare Fännchengröße. Also das hätten die größer machen müssen und dann vielleicht die Palette in 2 verschiedenen Farbmöglichkeiten rausbringen. Weil was soll ich mit diesem Ton oder was soll ich mit diesem Highlighter? Auch dieser Highlighter könnte gerade noch so funktionieren, ist aber schon recht dunkel, ne? Bei den Blushes okay, da kann man sich ein bisschen austoben, aber also das hätten die vielleicht dieses, dieses und dieses in eine Palette machen müssen und das, das und das. So, dann hätte derjenige oder diejenige, wo es halt passt, sich die Palette entsprechend kaufen können und dann halt größere Fännchen. Das wäre irgendwie sinnvoller gewesen. Hätten sie es doch so länglich machen können, ne? Weil so komme ich halt mit meinem Pinsel null wirklich daran. Und
ich fand es auch im Auftrag nicht schön. Also da fand ich persönlich, unterscheiden sich ja die Geister, diese andere, die Flower irgendwas Limited Edition, die letztes Jahr als Test, sag ich mal, rausgebracht haben, viel, viel besser. Und die mag ich auch gerne, auch wenn viele die als glitschig empfinden. Ich liebe sie. Und die hier ist mir einfach, die funktioniert bei mir nicht so gut. Deswegen, nö, bevor die hier halt kippt, ne, weg damit. Dann habe ich hier eine Mascara von Nui. Ich habe ein Full Face Nui Cosmetics gemacht. Das ist diese Pango Mascara. Die macht einfach nichts Schönes auf meinen Wimpern. Und ja, meine Kamera fokussiert manchmal auch nicht so gerne, ne? Deswegen, die geht jetzt auch direkt weiter. Das ist eine Originalgröße. Und ich hatte auch vorher schon so eine Mascara da und dachte, hoch, die ist doch viel zu trocken. Hab mir die neue gekauft und die neue sieht so aus. Oder war die im Adventskalender diese hier? Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall viel zu trocken. Macht ungefähr gar nichts auf meinen Wimpern. Und ich mag es halt gerne intensiv, weil ich schminke mir ja gerne, so wie heute, auch intensive Looks, sodass dann auch die Wimpern gerne intensiv sein dürfen. Ich klebe mir ja nicht so gerne Lashes. Deswegen, da wird vielleicht jemand bei mir in Familien- und Freundeskreis glücklich mit werden. Das ist ja eine sackteure Mascara, ne? Kommen wir jetzt mal zu Augenbrauenprodukten. Da ist dieses Super Precise Brow Liner Produkt in der Farbe 01 Light Brown von Riva Loves Me einfach viel zu warm auf meinen Augenbrauen. Ich bin halt aschblond, ne? Dann funktioniert das nicht. Und dieser Brow Stick Stay Natural von Catrice in Waterproof ist halt einfach ein Brocken von einem Teil. Also da brauchst du wirklich sehr imposante Augenbrauen, damit das funktioniert. Ich habe halt eher so Frickel-Augenbrauen, da funktioniert sowas halt nicht wirklich, ne? Da habe ich nicht so meine Freude mit. Und 020 Soft Medium Brown könnte gerade noch so hinhauen. Apropos Reime, ich habe ein Buch rausgebracht, vergangene Verse. Das ist definitiv kein Flop, zusammen auch mit meinem 5-Minuten-Tagebuch. Schaut gerne im Pelletier-Verlag vorbei, da habe ich euch mal einen Link zu in die Infobox reingesetzt und da kommt das Reimemonster in mir ein bisschen raus. Ich habe nämlich in dem Alter von 16 bis 18 Jahren so ziemlich viele Gedichte geschrieben, die ich jetzt letztens beim Aufräumen alle wiedergefunden habe. Dann habe ich die als Buch zusammen rausgebracht und ihr könnt euch gerne mal durchlesen, was sich mein Teenager-Ich so gefühlstechnisch überlegt hat. Ne? Viel Spaß. Und 5-Minuten-Tagebuch ist natürlich auch eine ganz schöne Geschichte. Einfach um sich, wenn man möchte, ein bisschen Zeit zu nehmen, um dann einfach nochmal den Tag Revue passieren zu lassen. Nur wenn man möchte, ne? Das ist auch eine ganz entspannte Kiste. Da kannst du selber das Datum eintragen und es geht halt auch wirklich relativ zügig. Nun, kommen wir zu Highlightern. Da habe ich einmal von Catrice den My Little Pony Highlighter aussortiert, weil er mir leider einfach zu dunkel ist. Ich mochte die LE. Die Palette habe ich auch noch behalten. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich sie auch noch weiter behalte. Doch, ich denke schon, weil ich die einfach so hübsch finde, ne? Oh, dann hast du halt dieses Einhornhaar hier so drin. Das ist wunderschön. Aber es glitzert, es ist zu dunkel. Nee, vielleicht für Karneval. Aber was soll ich alles für Karneval aufheben, ne? Der Highlighter ist mir leider viel zu dunkel. Die Limited Edition Glow in Bloom gibt es aber auch im Standardsortiment. Sunflower Blossom, genau. Aber die gibt es, wie gesagt, auch im Standardsortiment. Mittlerweile, also Catrice macht das öfters, ne? Dass sie so Limited Editions nehmen, um dann halt zu testen, wie kommen die Produkte so an. Aber ihr seht es ja auch, es ist einfach so ein goldener Highlighter und das ist nicht unbedingt was für mich. Ich mochte die aber von Catrice sehr gerne, weil die halt schon sehr intensiv sind, aber schön, ich mag die. Von Kiko habe ich hier die Crazy 90s Geschichte, ich glaube, den habe ich auch sogar im Haul mit euch geswatcht und deswegen verlose ich den jetzt nicht irgendwie, sondern gebe den halt in einem Trash weiter. Das ist halt aus dieser 90er-Jahre-Reihe, was ich sehr hübsch finde, ne? Das ist halt wie so eine CD und viele, viele werden nicht wissen, was ich damit in Verbindung bringe und viele werden sich denken, hä, was ist das eigentlich für eine Verpackung? Es sieht aus wie eine CD-Hülle von damals und das hier ist halt die CD. So haben wir damals Musik gehört, Leute. Das war halt echt eine fancy Kiste. Habe ich geswatcht, war viel zu dunkel. Also crazy, was ich mir dabei gedacht habe. Weiß ich gar nicht, ob es das auch in unterschiedlichen Farben gegeben hätte. Der ist auf jeden Fall einfach, keine Ahnung, 5 Nuancen zu dunkel für mich. Die Lead Foundation von und Gretel war ja echt ein Flop, ne? Da haben auch viele von euch mir geschrieben, dass es euch genauso ergangen ist. Ist jetzt hier in der Farbe 1 und die hat sich beim Auftragen weggeblendet. Porcelain Rose, also das war ja echt. Ich meine, gut, wir haben da, also die Leute, die es halt mit diesem Code bestellt haben, den ich dann ja auch irgendwann geteilt hatte, haben die ja für Umme gekriegt, aber trotzdem ist es irgendwie, es war schon irgendwie merkwürdig, oder? Warum bringt so eine hochpreisige Marke eine Foundation raus, die ja normalerweise, ich weiß nicht, 50 Euro kostet oder so, die einfach beim Auftragen verschwindet? Viele haben mir dann geschrieben, Mensch, versuch's mal ohne Primer. Habe ich gemacht, also ich habe das und auch mit den Händen. Ich habe es auf viele Arten versucht, aber wenn ich mir das dann auch mit den Händen so aufgetragen und eingearbeitet habe, das ist trotzdem weggegangen, als ich dann halt wirklich auch andere Produkte verwendet habe. Du musst dir das wirklich so aufs Gesicht drauf drücken, damit es wirklich, und dann sieht es furchtbar aus, das muss ja nicht sein.
Dann habe ich hier aus dem Adventskalender von Essence Brow Fixing Gel und das war einfach nicht vorhanden. Ich meine auch, dass es nicht das Produkt ist, was normalerweise im Essence Standardsortiment drin ist. Mir kam das nämlich noch leichter vor. Das aus dem Standardsortiment ist ja schon eine leichte Kiste und das hier ist halt nochmal eine Schippe drunter. Also wirklich nur ein Hauch von und das brauche ich jetzt so nicht, weil ich habe schon, ich habe wenig Augenbrauenhärchen. Ich mache das halt so, wie manche Leute, die ja irgendwie eine Pläte haben oder so, die kämmen sich ja so die Haare drüber, so mache ich das manchmal mit meinen Augenbrauen, dass ich dann halt auch meine Härchen so hinlege, dass das Ganze relativ lückenfrei aussieht. Das kann ich mit sowas leider nicht, ne? So, noch ein paar Produkte, die ich einfach nicht gesehen habe, die verschwunden sind, war zum Beispiel hier von Downtown Paris, dieses Blush 2-in-1 Cheeks and Lips. Also das war ja auch echt irgendwie merkwürdig, ne? Machst du drauf, ist weg. Machst du noch mehr drauf, ist wieder weg. Also echt merkwürdig. Das brauche ich halt auch nicht, ne? Also schade Schokolade. Wir sind keine Freunde geworden. Ähnlich ging es hier auch drei Produkten von Alverde. Einmal das Bronze Shimmer Shine mit Duft nach Pina Colada. Ja, nee. Das war auch irgendwie gar nicht vorhanden in Rose Gold. Aber ganz ehrlich, ich brauche eigentlich auch keinen Rose Gold Bronzer. Das ist ja eigentlich eher ein Highlighter. Und die Farbe 10 Gold sollte ja eigentlich auch ein Bronzer sein. Auch das war irgendwie nichts. Also nicht vorhanden. Und bevor das kippt, das ist jetzt ja auch haltbar bis hier 2025, nur 625, genau. Bevor das kippt oder so, gebe ich das einfach an jemanden weiter, der sich darüber erfreuen wird. Ne? Liquid Highlighter von Alverde Mix Your Glow war mir persönlich einfach zu glitzernd. Ich hatte mal von Alverde so ein kleines Pöttchen. Ich weiß nicht, ob die das auch noch im Standardsortiment haben, das habe ich ja schon mal komplett geleert. Das mochte ich ganz gerne. Also den Highlighter fand ich klasse, aber der hier kommt da einfach nicht dran, leider. Nun, und hier von Catrice auch nochmal aus der Jungle Book Reihe, der ist ja auch irgendwie gar nicht vorhanden gewesen, mit Hattie Junior. Also wegen Hattie Junior wollte ich das eigentlich auch gerne behalten und ich wollte es auch deswegen mögen, aber selbst mir ist das zu wenig gewesen. Was echt merkwürdig ist, ne? Weil ich bin ja wirklich eine Blassnase. Bei mir siehst du ja alles eigentlich. Nun, ja, jetzt habe ich hier was von unserer Freundin Natascha. Und zwar Natascha Denona Bronze and Glow. Das ist dieses Duo, das, ja, der Highlighter glitzert und der Bronzer ist mir zu schwach. Keine Ahnung. Also das war irgendwie kein Produkt, was mir persönlich also als sinnvoll erschien. Ich hoffe ja, dass Natascha irgendwie dieses Jahr einen geilen Bronzer rausbringt oder so, weil die hat ja irgendwie schon recht viele Highlighter und Blushes, aber Bronzer? Fehlanzeige, ne? Deswegen, also da wird sich sicherlich jemand anderes drüber freuen. Das ist jetzt so eine kleine Geschichte gewesen. Die hatte ich auch mal irgendwo, oder habe ich die sogar gekauft? Weiß ich gar nicht. Manches habe ich ja gekauft, manches hatte ich in der Box oder in Adventskalendern oder so. Etwas, was halt irgendwie auch viel zu dunkel und gleichzeitig zu glitzernd war, ist dieser neue Highlighter von Revolution, Pink Seduction. Das braucht man eigentlich jetzt so nicht unbedingt. Also ich, nee, also das ist mir wirklich zu dunkel. Beam Bright, genau. So, ein paar Bronzer sind auch gegangen und ich würde mich freuen, wenn so langsam mal wieder auch neue Bronzer rausgebracht werden. Denn ich vermisse so wirklich neue Bronzer, schöne Bronzer in der Drogerie zum Beispiel, aber auch im High-End-Bereich. Also das ist schwierig, neue Bronzer zu finden, muss ich sagen. Die Clean ID-Reihe hat hier diesen Mineral Bronzer mit Lichtschutzfaktor rausgebracht. Das lassen wir mal außen vor. Light to Medium war hier die Farbbezeichnung und ja, der ist halt einfach zu warm für mich. Ne? Es ist halt ein klassischer Bronzer, Bronzer sind warm, aber ich bin halt vom Hautunterton eher neutral bis kühl und brauche da halt jetzt nicht irgendwie krass warme Bronzer oder so, weil das sieht bei mir einfach total merkwürdig aus. Ich eskaliere dann einfach lieber mit Blush und habe dann irgendwie eine leichte Kontur oder sowas. Ne? Das ist mehr so meine Welt. Ähnlich ist es hier bei dem hier, wobei der eher unsichtbar ist, von Catrice, der Sun Glow Matte Bronzing Powder in der Farbe 030 Medium Bronze. Ne? Habe ich nicht so gefeiert, aber es gibt ja auch richtig schöne Bronzer von Catrice. Das auf jeden Fall, ne? Aber der hier war es jetzt nicht unbedingt. Dann habe ich noch zwei Blushes von L'Oreal aussortiert. Einmal den Le Blush in der Farbe 120. Auch der war schier unsichtbar auf meiner Haut. Müsste ich in meinem Fullface L'Oreal euch gezeigt haben. Und ja, also der hat auch Schimmer mit dabei, was ich an und für sich schön finde. Aber ich finde, das, also der ist sehr, sehr leicht und sehr subtil, was ja L'Oreal auch eigentlich eher so, ja, transportieren möchte, ne? So ein bisschen die Schönheit unterstreichen, die natürliche Schönheit, ein bisschen was Sanfteres mit dabei geben, aber das hier war mir zu natürlich und zu sanft und dann halt dieser Glow mit dabei, das passte für mich nicht so. Dann habe ich hier von L'Oreal Age Perfect den Satin Rouge in der Farbe Rosewood. Ja, der ist an und für sich ein schönes Produkt.
Aber er ist schon sehr, sehr zurückhaltend. Ich habe dieses Pinselchen nie verwendet und ich habe den wirklich schon eine Weile in meinem Schrank und ich greife da einfach nicht zu, weil ich finde die Verpackung einfach nicht schön. Das hätten die sich hier sparen können, ein bisschen anders vielleicht gestalten, dann, ne, keine Ahnung. Aber ich habe das einfach nicht mehr so gefeiert. Nee, ich weiß auch nicht, was die Drogerie aktuell so vorhat, aber die bringen sehr, sehr viele Lippenprodukte raus, die brennen wie Feuer. Ich bin ja keine Mimose. Wirklich nicht, Leute. Ich ertrage sehr, sehr viel. Aber das, was die Drogerie da mit uns anstellt, das möchte ich auch nicht als Lip-Topper verwenden. Das hatte ich nämlich erst bei diesem Bad Cosmetics Plumpy Lipgloss gedacht, dass ich das wollen würde. Aber ganz ehrlich, nö. Ich mag den Applikator nicht. Ich finde es einfach blöd, den alleine zu tragen. Wenn du da irgendwie blöd mit der Zunge dran kommst, dann hast du verloren. So schaut das aus. Das ist halt so ein Rausdrücktypchen, ne? Nee, muss einfach nicht sein. Und auch Maybelline und NYX haben mitgezogen. Da habe ich einmal diesen Plump, ja, ist auch eine fette Chili-Schote drauf in der Farbe, 002 Move von Maybelline. Also das ist wirklich, nee, nee. Das muss einfach nicht sein. Warum macht man das? So kalte Lippen kann ich im Winter nicht haben, dass ich sowas verwende. Und dann kam auch noch NYX um die Ecke und hat gesagt, komm, Duck Plump machen wir ja auch noch mit raus. Extreme Sensation, yo, das ist wirklich extrem. 03 Nude Swings, Farbe, wunderschön, gar keine Frage, auch bei den Maybelline, ne? Aber das muss nicht sein. Bringt sowas am besten ohne Plumping-Effekt raus, einfach nur so als Lipgloss. Ich glaube, das würden die Leute halt auch sehr feiern. Natürlich kommt sowas auf Social Media richtig raus und alle finden das so, oh mein Gott, wie witzig ist das denn? Aber wirklich anwenden macht man doch nicht. Ne? Und deswegen, das muss nicht sein. Also da würde ich mir doch mehr sinnvolle Produkte wünschen. Genauso wie das hier. Was soll das? Im Standardsortiment von Catrice ist jetzt anstatt von einem wunderschönen Highlighter, wie sie es ja normalerweise in letzter Zeit auch gemacht haben, auch in Limited Edition, so ein Holo-Vieh rausgekommen. Space Glam Holo-Lighter. Yo, kannst du auf jeden Fall auch als Lidschatten verwenden. Herzlichen Glückwunsch. Aber dafür gibt es ja auch diese Mono-Dinger, die haben. Ne? Also beam me up. Yo, Scotty, mach das mal. Nee, also Karneval ja, vielleicht, aber nee, das muss wirklich nicht sein. Da habe ich keine Freude dran. Dann kommt Riva Loves Me um die Ecke und bringt uns mit dieser High Perfection Reihe, die ja eigentlich eher so auf Natürlichkeit aus ist, ein Puder, was aber schimmert. Und das nicht zu knapp. Also da sind wirklich grobe Schimmerpigmente drin. Wenn das wenigstens so ein softer Highlight-Effekt wäre, ne, den ich mir hier so drauf mache, dann hast du so einen nassen Glow oder so. Mag ich. Lose Highlighter wie der von Crash Cosmetics sind fantastisch. Aber ich brauche es nicht, dass ich hier ein Puder habe, was grobe Glitzerpigmente mit drin hat. Dieses Produkt ergibt für mich nicht so Sinn. Ganz ehrlich. Wer trägt das wo? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ne? Ja, hier habe ich zwei Puder von Catrice aussortiert. Das hier muss sehr wahrscheinlich einfach mal in den Müll. Das ist Asbach Poreless Perfection Powder. Universal Shade, ja, das ist im Sommer ein Puder gewesen, was ich auch verwendet habe. Man sieht es, aber man sieht auch, wie dunkel das ist. Ne? Das sollte ja, glaube ich, eine Alternative zu dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Puder sein. Ja, hatte schon so seine Daseinsberechtigung in dem Zuge auch genannt zu werden. Aber ich persönlich muss einfach sagen, dass ja Charlotte Tilbury das dann doch vielleicht ein Tick schöner hingekriegt hat, aber auch einfach das Zehnfache kostet. Dann vielleicht als Alternative Nabla, ne? Kann man sich auch mal anschauen. Auf jeden Fall haben wir ja hier dieses Puder. Das habe ich gepennt, aber es tut mir weh, das wegzuschmeißen, aber es muss jetzt mittlerweile einfach mal weg. Dann habe ich hier von Catrice True Skin Mineral Loose Powder Hyaluronic Acid Transparent Matte. Das war mir immer schon so ein bisschen zu matt und auch ein Tick zu dunkel. Auch wenn man das jetzt so an der Verpackung nicht sehen würde. Aber es war immer ein Tick zu dunkel und ein Tick zu matt. Und jetzt habe ich mich einfach mal davon getrennt, als ich auch so meine Sammlung durchgegangen bin. Als ich dann auch zum Beispiel meine Sachen für mein Full Face Catrice gesammelt habe. Eine Kerze, die ich jetzt aussortiere, die mir jedes Mal, wenn ich sie hier angemacht habe, irre Kopfschmerzen bereitet hat, ist hier von Rituals die Ritual of Ayurveda Kerze. Das ist sehr interessant, denn ich hatte sie schon einmal da. Und da in der Ecke ist sie auch ausgebrannt. Die ist mir sogar letztendlich mal explodiert, aber sie ist jetzt gerade nicht mal an und ich kriege da schon Kopfschmerzen von. Ja, also sehr, sehr krass. Ich habe sie ein paar Mal angehabt, man sieht es ja auch, ne? Aber nee, die wird jetzt aussortiert, das ist einfach zu heftig hier. Nee, das muss nicht sein. Gut, dann habe ich jetzt auch mal aussortiert, weil ich da einfach nie zu greife, der Beautifying Porcelain Allround Beautifying Concealer Eye Lip Pencil von Catrice. Kannst du, wenn dann,
in der Wasserlinie verwenden. Dafür ist er auf jeden Fall gut gemacht, dafür kann man den auch echt schön verwenden. Aber ich muss immer zugeben, dass ich einfach viel, viel lieber zu denen von Nabla greife. Die haben eine sehr, sehr gute Haltbarkeit, einen schönen cremigen Auftrag, ohne dass es piekst oder sonst irgendwas. Und die sind halt echt klasse. Viel preisintensiver, natürlich, aber zum Beispiel der von Nabla in Ivory ist einfach großartig. Und dann brauche ich halt diesen hier nicht unbedingt, ne? Genau. Dann habe ich hier, ich habe wirklich einiges auch beim Zusammensammeln von Full-Face One-Brand-Geschichten aussortiert. Deswegen mache ich jetzt mal so einen kleinen Ausflug zu L'Oreal. Da gefallen mir einfach die Konsistenzen nicht. Da bin ich einmal hier bei dem Infallible 24 Hours Lipstick Boosting Balm und Intense Color. Also ja, das ist halt wirklich trocken dann auf den Lippen, als hättest du so eine Folie, eine metallische Folie auf den Lippen. Gar nicht mein Vibe, das betont jede Falte. Du kannst dir den Balm drüber machen, aber der nimmt auch ein Stück weit die Farbe mit runter. Und, also man sieht es vielleicht auch, ne, dass da auch was drin ist. Und, also, dass da Farbe drin ist, das muss ich sauber machen. Und dann ist es halt auch noch so der Fall, dass dieser Balm dazu führt, dass das Produkt dann leider nicht mehr so haltbar ist. Also das ergibt irgendwie auch gar keinen Sinn. Weiß ich nicht, was das soll. Also das muss jetzt nicht unbedingt sein, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch diese Texturen gefallen mir nicht. Das sind diese matten Lippenstifte von L'Oreal. Das ist so trocken, das ist der Wahnsinn. Intense Volume Matte in der Farbe 200 und 602. Die schauen so aus, wirklich schöne Farben, aber die Konsistenzen, Leute, nee. Das muss echt nicht sein. Das ist wirklich trocken. Du musst dafür wirklich perfekte Lippen haben und sehr, sehr gepflegte Lippen für haben. Und das ist einfach bei mir nicht der Fall. Klar, ich bin jetzt im Winter, wo ich das aussortiere, aber auch im Sommer würde ich da nicht zugreifen. Dann wäre mir das, nee, auch zu trocken. Bin ich ehrlich. Da mag ich lieber so Glosse oder irgendwas Leichteres auf den Lippen. Diese Konsistenzen gefallen mir eigentlich sehr gut von L'Oreal, aber hier habe ich die Farben einfach schon zuhauf da. Also ich habe sehr, sehr viele L'Oreal-Lippis, weil ich ja auch quasi in diesem L'Orealista-Club drin bin, sodass ich da ab und an noch Produkte zugeschickt bekomme. Das hier muss, glaube ich, mal weg. Le Rouge Lumiere 393 Sublime Red ist so ein ziemlich geiler aus der Age Perfect-Reihe, wo du halt in der Mitte so einen Pflegekern drin hast. Aber der ist auch schon eine Weile offen bei mir. Deswegen, der riecht jetzt nicht komisch oder so, aber der sieht jetzt auch nicht mehr so nicey-peisy aus. Ich habe den gut verwendet, aber den mache ich jetzt mal weg besser. Und dann habe ich hier auch noch den 183 Nu Exuberant aus der Color Riche Nude Intense-Reihe. Der ist mir zu dunkel, gar keine Frage. Ne? Ich glaube, das sieht man auch ganz gut, dass das nicht meine Farbe ist. Das ist so ein richtiges Violett. Nö, das ist schon heftig. Und hier habe ich jetzt in der Farbe Nu Excessif, Nu Intense, diesen hier. Der sieht sehr leberwurstig aus und damit sehe ich ein bisschen aus wie eine Wasserleiche. Das muss nun auch nicht sein. Ne? Also da, nee, kann man sicherlich auch schön mit einem braunen Lipliner oder so kombinieren, aber dafür habe ich halt andere, die mir noch einen Tick besser gefallen. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei Lippenprodukten. Luna Beauty, fehlen mir das Herzbluten. Die sind schon sehr hübsch von der Verpackung her. Das war ja auch in dieser Siren Sunset Limited Edition. Und ihr könnt bei Purish auch auf super viele Produkte, die ich zum Beispiel auf meiner Creator-Page habe, mit Claudies Welt 15% sparen. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Link mal zu reingesetzt. Das hier ist so ein Liquid Lipstick, aber so ein bisschen wie diese, habe ich jetzt gerade nicht hier auf dem Tisch, Maybelline hat sowas ja mit diesem Glowy Finish und auch die neuen, die Catrice jetzt rausgebracht hat. Catrice hat das richtig gut gemacht, die fühlen sich toll auf den Lippen an. Die sind zwar nicht kussecht und so weiter, aber die fühlen sich gut an. Die von Maybelline mag ich gar nicht. Ja, und hier haben wir einmal eine Farbe, die mir viel zu dunkel ist, die Abyss. Das ist diese hier, so ein richtiger Pflaumeton, ne? Ja, das ist mir wirklich zu dunkel. Sowas sehe ich super gerne an Kati, an Contra Junkie oder an Peggy, Morbus Black. Zu denen passt das auch so mega krass. Bei mir ist es einfach nicht so gut aufgehoben, bin ich ganz ehrlich. Das hier geht mir wirklich leidig ab, weil ich habe gesehen, wie schön Peggy und auch Kati den getragen haben. Sailor ist eigentlich wunderschön, ne? Wunderschön, so ein richtig schöner Braunton.
Geht mir sehr leidig ab, bin ich ehrlich. Aber ja, da wird sicherlich eine Freundin von mir mit glücklich werden. Und es sieht ja auch wunderschön aus. Kann man nicht anders sagen. Und das hat halt diesen Scheineffekt. Gut, ich habe hier noch ein bisschen zwei Lippenprodukte, die ich auf jeden Fall auch noch aussortiert habe. Von Catrice, eine Lip Foundation. Ich habe sehr viele Lip Liner. Und da bin ich einfach ein bisschen durchgegangen, habe gespottet, habe geschaut, was ist ähnlich und so. Und die, die halt nicht so gut performt haben wie andere in der gleichen Farbfamilie, sind dann halt gegangen. Addicted to Café Olé habe ich hier aussortiert. Den konnte man sich eigentlich auch komplett wie ein Lippi auftragen und musste das nicht unbedingt noch mit einem Lippenstift verbinden. Aber ja, das wandert jetzt einfach weiter. Ich glaube, der ist anspitzbar, ne? Ja, der ist anspitzbar. Habe ich auch nicht so super viel verwendet. Wunderschöner Braunton. Und hier haben wir einen Long Lasting Lip Pencil in der Farbe, ist ein richtig schönes Rot, Prince Cherry. Das ist dieser hier. Das ist so ein Holzstift zum Anspitzen. Einer von den älteren, die Catrice so hat. Funktioniert halt super mit roten Lippen. Habe ich eigentlich auch gar nicht so wenig verwendet. Aber ich habe jetzt andere Rote da, die einfach mir ein bisschen besser auch von den Konsistenzen her gefallen, wo ich eher zu greife und bis ich meinen Lip Liner aufbrauche, Leute. Ja, ich bleibe noch ein bisschen bei Catrice. Ich habe da wirklich die Sammlung ein bisschen aussortiert. Da habe ich so zwei Dip Eyeliner, einfach weil ich sie nicht verwende. Der Liquid Liner Sensitive und der Glam & Doll Easy Wash Off. Ich verwende einfach am allerliebsten, das ist einfach meine persönliche Präferenz, solche Stifte, die bestenfalls dann auch noch so eine Pinselspitze dran haben. Damit komme ich am besten klar. Das hier sind jetzt nicht so unbedingt die Sachen, zu denen ich greife. Und was sollen die bei mir rumliegen? Ne? Ich habe Freundinnen, die sich gerne Eyeliner ziehen und die damit sicher glücklich werden. Dann habe ich hier noch zwei Nagellacke aussortiert. Ich habe das immer so, dass sobald mein Nagellackregal voll ist, und da gab es jetzt ja ein paar neue durch das Catrice-Sortiment, ne, muss ich einfach schauen, dass ich die Plätze freiräume. Da ist jetzt einmal hier der von Catrice gegangen, Iconails Get Slimed. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist sogar einer aus der neuen, also von den neueren, habe ich den nicht sogar drauf? Ne, den hatte ich letztes Mal drauf gehabt. Den fand ich einfach nicht so geil. Also da habe ich zum Beispiel den hier, den ich auf dem Mittelfinger trage von Zara, den ich einfach viel schöner auch vom Grünton her finde. Ja, ich sollte meine Nägel mal wieder neu lackieren, aber das Leben ist manchmal verrückt. Und deswegen, schöne Farbe eigentlich, aber da habe ich andere Grüntöne, die mir noch besser gefallen. Und hier habe ich von Cian Summer Party Nail Polish. Das ist so ein richtig cooler Topper. Wenn man den über weiß macht oder über so einen, ja, Ballet Slippers zum Beispiel von Essie. Wunderschön. Aber wenn ich den jetzt über irgendeine andere Farbe drüber mache, hat der hier dann doch zu viel Eigenpigment oder zu viel Schimmerpigment, sodass der Nagellack, der da drunter ist, nicht mehr so schön knallig aussieht und nicht mehr so aussieht, wie ich ihn gerne hätte. Und ich habe ihn auch ganz gut verwendet, aber jetzt ist er halt einfach ersetzt worden. So, dann habe ich hier ein paar Pinsel und Pinsel aussortieren tut mir immer sehr, sehr in der Seele weh, weil ich liebe Pinsel. Ich liebe es, durch meine Pinsel durchzugehen und zu fluffeln und so. Ich bin da echt ein kleiner, ne? Ich bin crazy. Aber es ist okay. da habe ich mal hier zugeschickt bekommen von Neo. Die haben mir auch echt schöne Make-up-Produkte rausgebracht, diese Pinsel. Und ich muss leider gestehen, dass die mir nicht so gut gefallen haben. Also das ist dieses Vierer-Set und ich finde sie leider, leider einfach zu kratzig. Ne? Also da müssen die noch ein bisschen feilen, dass das Ganze etwas schöner wird. Die sind halt nicht so, wie soll ich das sagen? Die einzelnen Härchen sind einfach zu dick. Und dann kratzt das halt. Das ist schon nicht so meins. Auch wenn die voll geil aussehen, durch dieses Rot halt. Ne? Aber also sicherlich wird da jemand anderes mit glücklich werden. Und ähnlich wird es wahrscheinlich auch diesem Schwämmchen von Zoeco ergehen. Ich finde hier einfach die Form nicht so schön. Also da komme ich nicht mit zurecht. Ich weiß nicht, wie ich damit arbeiten soll. Ich verwende ja Schwämmchen auch für Concealer zum Einarbeiten. Und da wüsste ich jetzt nicht, das müsste ich halt ganz stark irgendwie zusammendrücken oder, keine Ahnung, das hier so nach unten ziehen, dass ich die Kante zum Concealer einarbeiten verwenden könnte oder so. Ich komme damit halt nicht so gut zurecht, ne? Und ja, Produkte sollten funktionieren, meiner Meinung nach. Dann habe ich ja ganz exzessiv meine Primer aussortiert und war auch sehr, sehr stolz darüber, als ich dann aber halt nochmal das Video mir angeschaut hatte und dann auch nochmal durch meine Sammlung so durchgeschaut habe, auch am Laptop, habe ich gesehen, dass es doch ein paar mit dabei sind, wo ich denke, die werde ich nicht aufbrauchen. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die mir irgendwann kippen werden. Und das wäre einfach schade drum, bin ich ehrlich. Und da lasse ich doch einfach die Primer lieber weiter wandern, um da jemand anderen mit glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn ich an den von Floraces hier denke, da gibt es doch jetzt einfach gerade den Skin Glaze von Catrice, der dem hier sehr, sehr ähnlich ist, wo ich definitiv eher zugreifen würde und werde, weil das einfach auch Produkte sind, die für euch
sowohl preislich erschwinglicher sind, als auch einfacher zu bekommen sind. Ne? Und ja, Floraisis hat wunderschöne Produkte. Schaut euch da gerne mal auf der Homepage um. Die sind fantastisch vom Design her. Das hier ist noch mit eins der schlichtesten Designs. Und genau, das läuft nämlich, ist es der 12.04.2024, läuft dieses Jahr ab. Das heißt, das werde ich safe nicht schaffen, den aufzubrauchen. Und dann lasse ich den lieber weiter wandern und jemand anderes hat dann noch die Chance, den zu verwenden. Ne? Ich glaube, das ergibt einfach mehr Sinn. Ähnlich ist es auch bei dem Face Studio Prime. Ich habe so viele Primer, die auch noch so verfügbar sind, die feuchtigkeitsspendend sind, zu denen ich definitiv auch mehr greifen werde. Und ich habe auch von Maybelline einen, den ich noch besser finde als den hier, in eben diesen Illuminating. Der Illuminating hat nämlich auch noch so ein bisschen Schimmer halt mit drin, ist aber auch feuchtigkeitsspendend. Und den werde ich eher verwenden als den hier. Und ja, was soll der dann halt bei mir versauern? Das ist halt auch irgendwie schade, ne? Ist sehr, sehr cool. Ist wie so eine Creme und ist, oh, aber nicht so fest oder so, ne? Wie zum Beispiel die Miracle Cream von Revolution Pro. Die ist ja auch wie eine, das ist ja eine Creme, klar. Aber die ist halt fester. Das ist bei dem hier ja nicht so. Aber ich habe halt andere, die mir deutlich besser gefallen. Und dann, ihr merkt, das geht mir jetzt wirklich leidig ab, ne? Der von Symbiosis ist einfach nur teuer gewesen. Also der war auch irgendwo in der Beautybox mit drin. Der war solide, der war okay. Aber ganz ehrlich, ich möchte den nicht empfehlen. Also das ist halt auch so eine Sache. Weil wenn ich den empfehle, dann kauft sich der ein oder andere vielleicht das Ding für 100 Euro nach, keine Ahnung, und das möchte ich nicht, weil dafür ist er nicht gut genug. Also da gibt es auch wirklich andere, die viel, viel besser sind und vielleicht ein Zehntel kosten. Ne? Dementsprechend ist es nett gewesen, dass wir uns kennenlernen durften, aber jetzt trennen sich halt unsere Wege und das ist auch in Ordnung. Dann habe ich hier von Trended Up den Hydrovitamin Primer mit Hyaluron, Vitamin E, F und B5. Da habe ich halt andere von Trended Up, die mir noch besser gefallen und auch, es ist, also, der ist halt nicht so gut wie die anderen, die ich habe. Ich habe diesen Hydro Gripping und den aus dieser Sensitive-Reihe, der übrigens ein guter Ersatz zu der Face Studio Prime-Geschichte von Maybelline ist. Ne? Genau, und da werde ich halt zu dem hier nicht so mehr greifen und deswegen muss ich da einfach etwas radikaler werden und sagen, nein, wir trennen uns jetzt auch. Bei dem hier, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das überhaupt möchte, dass ich den aussortiere. Von The Body Shop Hemp Serum in Primer. Den habe ich ja auch ein paar Mal ausprobiert und ich fand den auch so schön, aber ich habe Angst, dass er mir kippt. Weil das ist ja auch wirklich alles eine sehr natürliche Kiste, ne? Und bevor ich den dann jetzt irgendwie ein halbes Jahr im Schrank habe und nicht dazu greife und dann irgendwann greife ich dazu und dann stinkt der mir, dann wäre ich halt irgendwie traurig. Aber ich fand den eigentlich schön. Das ist so ein, müsste ich eigentlich in mein Project Pen dann mit reinnehmen. Aber so viel Project Pens, wie ich Primer habe, kann ich gar nicht machen. Das kriege ich ja gar nicht leer, ne? Deswegen, das ist eigentlich so ein Ding, da muss ich mir wirklich, ich habe ein paar Nächte drüber geschlafen und eigentlich habe ich gesagt, nein, ich bin jetzt stark und ich sortiere die Sachen aus, deswegen muss ich das jetzt auch aussortieren. So. ja, und das ist jetzt mein aussortiertes Video, mein aussortiertes Video, genau, wo ich jetzt meine aussortierten Produkte fertig habe. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht so ein bisschen auf die Sprünge helfen, euch Empfehlungen aussprechen, vielleicht auch Alternativen bieten und ja, euch mit meinen Erfahrungen bereichern, ich hoffe. Und wenn dem so ist und euch das Video gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!